Vom Megatalent zum Gefallenen. Der Abstieg von Daniel Sturridge ist beispiellos. Vor knapp 6 Jahren noch eins der Vorzeigegesichter der Premier League, heute weltweit für 4 Monate gesperrt. Der Regelausschuss des englischen Verbands sieht es als erwiesen an, dass Sturridge seinem Bruder im Januar 2018 bezüglich seines möglichen Wechsels von Liverpool zum FC Sevilla einen Insider-Tipp gegeben hat. Sein Vorschlag, er solle auf einen Transfer von ihm wetten. Aus einer 6 Wochen Strafe ist nach einem Einspruch des englischen Verbandes eine 4-monatige geworden. Zusätzlich wird Sturridge noch am selben Tag von seinem Verein Trabzonspor entlassen. In einem YouTube-Video zeigt er sich tief enttäuscht. Die Saison ist damit vorbei und ich bin ehrlich gesagt am Boden zerstört. In der Saison 2013-2014 bildet er mit Luis Suarez im Trikot von Liverpool noch den besten Sturm Europas. Mit seinen 22 Toren bedient er die Hoffnungen aller Engländer, dass hier ein ganz großer heranwächst. Verletzungen werfen ihn in den Folgejahren allerdings zurück. Der FC Liverpool verlängert den Vertrag im vergangenen Sommer nicht. Es folgt der spektakuläre Wechsel zu Trabzonspor. Doch auch hier läuft es nicht mehr wie früher. Die verhängte Sperre ist nun der traurige Höhepunkt dieses Abstiegs. Sturridge gibt sich aber kämpferisch. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass Fußballprofis frei mit ihrer Familie und engen Freunden sprechen können, ohne das Risiko einzugehen, angeklagt zu werden. Vom Megatalent zum Gefallenen. Man kann nur hoffen, dass Sturridge seine Karriere irgendwie und irgendwann nochmal in eine andere, bessere Richtung lenken kann.